Ich vertraue Ihnen nicht. Er vielleicht, ich aber nicht. Ist notiert. Das Vertrauen meines Freundes ist nicht von Belang, Spaden. Es ist mein Vertrauen, das Sie sich verdienen müssen. Gebieter? Sie sind ein Jäger, ja? Und Sucher von Dingen. Nicht die offizielle Stellenbeschreibung, aber nah genug dran. Und jetzt jagen Sie andere Spartans? Ich bin nicht auf der Jagd nach Spartans per se, sondern nach dem Spartan. Oh, Sie suchen. 117. Die Identität Ihrer Beute war mir nicht bewusst. Deshalb teile ich es Ihnen jetzt mit. Wir reden hier immerhin über Vertrauen. Darf ich Sie etwas fragen? Ihr Volk hat ihn immer Dämon genannt. War das eine Beleidigung oder ein Kompliment? Eine Beleidigung, sicherlich. Aber eine, in der Respekt mitschwingt. Er war mein Feind, ja. Aber mit der Zeit wurde er ein Verbündeter. Sogar ein Freund. Die Ereignisse, die zu dieser Bindung führten, waren kompliziert. Sind Sie sicher? Ja, sie nannten es die Pillar of Autumn. Warum wurde sie nicht mit dem Rest der Flotte zerstört? Sie floh, als wir ihren Planeten vernichteten. Aber ich folgte ihr mit allen Schiffen, die ich hatte. Als Sie Halo das erste Mal sahen, waren Sie geblendet von seiner Schönheit. Geblendet? Fasziniert? Sprachlos? Nein. Doch konnten die Menschen unseren Schiffen entgehen, landeten auf dem Heiligen Ring. Und entweihten ihn durch ihre Anwesenheit. Edle Hierarchen, sicher verstehen Sie, dass durch den Angriff der Parasiten... Ich bitte um Ruhe im Ratssaal! Es war richtig, dass Sie sich auf die Flood konzentrierten. Aber dieser Dämon, dieser Master Chief... Als ich entdeckte, was der Dämon vorhatte... Es gab nichts, was ich tun konnte. Edler Prophet der Wahrheit, das muss jetzt aufhören. Bringen Sie diesen Stümper zum Schweigen. Der Rat verlangt es. Sie sind eines unserer wertvollsten Instrumente. Lange haben Sie Ihre Flotte ehrenhaft und vorbildlich geführt. Aber Ihre Unfähigkeit, Halo zu beschützen, war ein ungeheures Versagen. Nein, es war Ketzerei. Ein Feldzug gegen die Menschen geht weiter. Nein, geht er nicht. Die große Reise wird bald beginnen. Wenn es soweit ist, wird das Gewicht ihrer Ketzerei ihre Füße lähmen. Und sie werden zurückgelassen. Beinahe hätte sie versagt. Die Gelschicht hatte sich verflüssigt. Optik? Total hinüber. Ganz zu schweigen von der Energieversorgung. Wissen Sie eigentlich, was das alles kostet? Sagen Sie das der Allianz. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Was geht, Leute? Willkommen zu der Halo Master Chief Collection mit Halo 2 Gut. In der ersten Blicken Folge. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere. Das war's. Und jetzt nochmal auf das umgekehrte Steuerung, okay. Nervt mich gerade ein bisschen.
Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu... Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. So, Moment. Einstellungen. Wo haben wir es denn? Klickumkehrung. Ach, so ist schon viel besser. Also ich war gerade erstmal verwirrt von dem Anfang von Halo 2, weil ich den so gar nicht kannte. Und bin gespannt, was das für sozusagen ein Master Chief Jäger ist, der uns ja ganz schön anscheinend ans Leder will. Ich hoffe, dass wir das irgendwie in Halo 5 dann weiter erfahren. Wollen wir uns erstmal mit dem Clown hier weitermachen. Hey, langsam voran! Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilder getestet. Immer hinein, ich zeig's Ihnen. Kann man das denn einfach überspringen? Die Schilder Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Ja, Gott sei Dank. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Wie geil man ihn backen kann. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Ja, Halo 1 fand ich ja teilweise irgendwie also, Johnson, echt schwer. Wollen Sie endlich erzählen, wie Sie es im Vergleich irgendwie zu früher. Haben? Sorry, oder kam es definitiv nicht so schwer vor, wie jetzt beim jetzt Nachspielen. Die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Ja, ich muss sagen, auch hier der Anfang war jetzt irgendwie richtig geil gestaltet. Seit Jahren nicht gesehen. Bin mal gespannt, wie die Levels dann auch insgesamt aussehen und die anderen Zwischensequenzen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB geschützt durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Gucken, ob das wirklich so stimmt. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Oh. Ich glaube, ich habe ein paar Fans gewonnen.